Meine lieben Stalker-Freunde da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück aus der Zone. Wir haben hier in der letzten Folge die Freiheit ein bisschen unterstützt und geholfen. Und da hinten sind schon wieder irgendwelche Viecher. Alter! Holy shit! Was ist denn hier jetzt los? Voll Action! Das ist ja crazy. Das war jetzt aber so nicht geplant. Wo ist das Vieh? Da hinten. Noch einer. Alter. Okay, ich gehe mal eben hier weg. So, eigentlich wollte ich gar nicht kämpfen. Aber gut. So. Mal eben gucken. Kann ich mit dem handeln? Nein, kann ich nicht. Okay. Zumindest hat er nichts, was ich gebrauchen könnte. Aber hier, guck mal. Eine Bandage. Das ist schon mal gut. Munition können wir auch immer gebrauchen. Dankeschön. Siehst du, dann hat sich das doch schon mal gelohnt. Ja. Okay. Was ich eigentlich machen wollte, war die Mission mit der Antenne. Ihr habt mir aber in den Kommentaren wieder viele nützliche Tipps hinterlassen. Und einer davon war, dass ich nochmal Richtung Kordon gehe, denn da gibt es jemanden, der auf mich wartet. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Das ist nämlich, glaube ich, der gute Mann hier, ne? Provotnik. Ich glaube, wir werden das machen. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber wer weiß, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ne? Ich vertraue da auf euer Wort. Ihr seid ja alles erfahrene Stalker da draußen. Und dann mache ich das natürlich. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn ihr hattet mir auch geschrieben, dass hinten Richtung Antenne, dass das da sehr schwer sein soll. Und ja, vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann warte ich lieber noch ein bisschen, mache noch ein paar andere Sachen. Versuche noch ein paar bessere Sachen zu bekommen an Ausrüstung und so weiter. So, guck mal, hier ist auch wieder jemand. Zurückkehren und Belohnung kassieren, okay. Ich weiß gar nicht, was ich kassieren soll, aber ja, gut, ne? Egal. So. Wir folgen erstmal hier dem Weg. 270 Meter haben wir noch. Guck mal, da oben ist auch wieder ein kleines Camp, glaube ich, ne? Oder? Was ist das hier? Wir gucken mal eben. Ja. Hier fahren wir auch schon, ne? Hey, Stalker. Ich habe einen Job für einen guten Schiff. Was darfst Wenn du so Interesse hast, komm raus. Wenn nicht, dann bitte ich. Dich kriege ich früher oder später. Okay. Mal gucken, wo das ist. Guck mal, das ist sogar hier. Armeelager. Ja gut, das machen wir aber später. Wir machen erst diese Quest weiter. Hier ein paar Kisten. Dann
gucken, vielleicht was drin. Nö. Na gut. Dann nicht. Wir gehen weiter. Oh. Da wird schon wieder geschossen. So, warte mal. Hier liegen auch noch ein paar Kollegen rum, ne? Was hat der? Der hat Dorn. Sollen wir Dorn mitnehmen? Hm, ja, nimm mal mit. Können wir verkaufen. Munition. So, was ist das hier für eine TRS 301? Hab ich die schon? Nee, ne? Ich nehme die mal eben mit. Ich will mir die mal anschauen. Eventuell kann ich da die Munition rausholen. Guck mal, die macht Schaden. Die SGI, die ist gar nicht so schlecht. Die lassen wir fallen. Okay. Sehr gut. Dann gehen wir hier durch und gehen in das nächste Gebiet. Richtung Heimat. Nächsten Level betreten, ja. Das machen wir. Dann müssen wir gleich mal schauen, wo wir jetzt sind. Ah, hier, okay. Alles klar. Alter. Ah! Wow, hab ich mich erschrocken. Wo kam das Vieh denn her? Boah. Heftig. Da hatte ich letztes Mal den Anzug hingeschmissen, ne? Ja. Schon wieder erschöpft, ne? Obwohl, warte mal. Den lasse ich doch mal liegen. Brauchen wir gerade gar nicht. So. Aber was aber cool ist, wir haben dieses Mal auch Licht. Ne, es ist jetzt Tageslicht. Das ist richtig gut. Okay, warte mal eben kurz. Raus hier, Stalker. Ja, bin doch gleich weg, Mensch. Nerv mich doch nicht. Ich schmeiß die Viper 5 auch weg. Benutze ich sowieso nie. Raus hier, Stalker. So. Guck mal, jetzt kommen wir gleich wieder an diese eine Stelle, wo immer die Hunde sind, ne? Ach, guck mal, da gibt es sogar Aufträge. Hundelager ausräuchern. Können wir machen. Ich bin wegen des Auftrags hier. Okay. Oh, guck mal, der hat einen Energy Drink. Den hätte ich gerne. Huch. So, danke. Habe ich den jetzt aktiv? Mit den Hunden? Nee. Aber wir können mal eben gucken, wo das ist. Das ist, glaube ich, hier vorne gleich, ne? Ja. Okay, dann machen wir die Hunde mal eben fertig.
Ey, krass, hier ist ja ein Bunker, das sehe ich zum ersten Mal. Das ist ja cool. Wie komme ich da rein? Gar nicht wahrscheinlich. Doch, hier. Ey, das ist ja cool. Hier richtig schön mit Schlafsack und so. Voll gut. So, pass auf. Dann machen wir hier eben... Haben wir eine Speicherung. So, und unser Ziel ist dann wahrscheinlich hier vorne gleich, ne? Ja. So. Und hey, ihr Kackviecher. Nein, du. Hau ab. Alter, ich wollte eigentlich nur die Hunde erledigen und dann kommen hier gleich wieder die Blutsauger an, ey. Das ist ja der Hammer. Und dann haben die nicht mal was, ne? Stehen. Kackviecher, ey. Schluss jetzt mit lustig hier. Okay. Das war's, glaube ich, nicht wert. Aber egal. So, hier. Auftrag erfüllt. Okay, wir haben aber Fleischklumpen dafür bekommen. Gut. Fleischklumpen war Gesundheit, jo. Nehmen wir mit rein. So, und dann nehmen wir die mal. Haben wir keine Muni für. Da haben wir auch nur noch 7 Schuss. Ja, klasse. Haben wir unsere ganze Munition verbraten hier. Na gut. Müssen wir neue finden, ne? Nützt nix. Mal hier gucken. Die haben aber auch nix, die Viecher, ne? Nicht mal irgendwie eine Bandage oder so. Gar nichts haben die. Ist auch nichts mehr. Na gut. Gehen wir weiter. Nächstes Level, jawohl. So. Optimierung, jawohl. Texturen werden geladen. Oh, oh. So, wir sollen helfen anscheinend.
душевно так поговорим. Gucken, was ist hier los? Нет, ну чего этим свободовцам надо? Чтобы зону не трогали? Да как такое можно не тронуть оставлять? Это же не заповедник, блин. Тут смерть кругом. И как там мои... Bullet. Что там у них? Знать бы. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich hier soll. Okay, warte mal. А группа моя... Никого уже. Ну вот, значит... Мюльхальде, окей. Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает, выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые и непонятные. Also wirklich helfen können die uns auch nicht. So, mal eben gucken. Jetzt hatte ich, habe ich wieder die Antenne aktiv, ne? Oh. Auf was schießen die denn? Ah ja. Verstehe. Banditen. Sehr gut. Da wollen wir doch mal gucken, was der so Schönes hat. Der gute Bandit hier. Ah, ein bisschen Wurst. Na, immerhin. Hier liegt ein Artefakt. Warte mal. Das gucken wir uns mal eben an. Oh. Steinblume. Ah, nee. Aber die Wurst können wir mal eben essen. Und Energy Drink vielleicht auch. So. Ganz viele Hunde. Boah, ja, guckt euch den Himmel an, ey. Böse. Wir müssen aber weiter in diese Richtung. Wir müssen nur aufpassen. Oh, ja, genau das meine ich. Hier die Anomalien sind hier echt viele. Da auch wieder. Okay. Irgendwas läuft hier rum. Hunde wahrscheinlich, ne? Ja, Hunde. Hier vorne ist irgendwas, guck mal. Ich sehe es nur nicht. Ja,
Irgendwas ist hier versteckt. Gefährliches Strahlniveau. Hä? Da. Ah, okay. Nix drin. Gut, dann nicht. So, schnell weg hier. Boah. Okay, okay, okay. Guck mal, hier liegen schon wieder ganz viele Leute rum. Oder, ach, das sind die vom letzten Mal noch, ne? Ja, okay. Wir erinnern uns. Die haben wir alle mal weggemacht. Ja. Okay. Dann gehen wir hier durch. Und dann müssen wir auch schon bald da sein. Ist gar nicht mehr so weit. Aber ich bin auch sehr gespannt, was der Typ dann zu erzählen hat. Und wenn wir schon mal... Hä? Ah, okay. Ich verstehe. Stimmt, man ist da ja durch das Haus gelaufen. Zurückkehren und Belohnung kassieren. Ja, jetzt aber nicht. Wir haben andere Sachen zu erledigen. So, da hinten wieder Hunde, ne? Okay. Oh, wer schießt da? Gut, hier vorne. Ich glaube, hier ist unser Mann. Nochmal eben schauen. Ja. Okay. Warum sind da so viele Hunde? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Stirb doch! Kackhund. Warum sind die so schnell? Alter! Bleib doch mal stehen. Hallo. Oh, Gott sei Dank.
Aber es gibt Hundeschwänze, die brauche ich. Wenn auch nicht viele. Okay, wer ist er? Verschwinde von hier, Stalker. Ja, hat er nicht geschafft anscheinend, ne? Kacke. Okay, ist die Quest jetzt beendet? Mit dem Doktor in Stredocks Versteck treffen? Okay, die ist doch neu, oder? Okay. Lagerverteidigung, Lagerverteidigung. Okay. Tja. Kacke. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich zu lange gebraucht habe. Gut, ich brauche mal eben ein bisschen Übersicht. Was? Oh, erschreckt mich doch nicht so. Guten Tag. Joko Krehe. Irgendwas Interessantes? Ziehen wir ins Lager, da hört man alle Gerüchte. Ah, ja. Okay. Ich möchte jetzt aber eigentlich ganz gerne zurück zum Wirt. Warte mal eben. Mal eben gucken. Jetzt sind wir hier. Und was ist das? Wolfsspeer. Ja, das ist gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Da wird schon wieder... Ja. Genau. Hier irgendwie rüber? Okay, warte mal. Wir speichern hier mal zur Sicherheit. Es sind nur zwei, ne? Da habe ich keine Muni mehr. Da auch nicht. Ja, was hat denn er für eine Rüstung? So. Ruhe im Puff. Dankeschön. Oh. Was? Schon wieder einer. Bleib stehen, du Sau. Kacke. Mist. Jetzt hatte ich mich so gefreut. verdammt. Aber wir haben ja gespeichert, ne? Ha. Пристрелю.
Obwohl eigentlich, komm, scheiß drauf, wir lassen die in Ruhe. Wir gehen erstmal zum Wirt. Wenn ich ihn denn finde, ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her. So, warte mal eben. Mal eben auf der Karte gucken. Okay, die müssten hier irgendwo sein, ne? Die von Wolf. Schweinebacken. Guck mal, kriegen wir sogar Schrot zurück. Voll gut. Und ein bisschen Wurst. Trotzdem voll das Gemetzel hier wieder, ne? Safe auf der Farm. Und hier wird immer noch geballert. Ja, bitteschön. Warum sind wieder abgeknallt? Wer schießt denn hier? Die wollen mich doch verarschen. Lebt er noch? Nee. Toll. Habe ich ihnen umsonst geholfen? Guten Tag. Ja, okay, hier war noch einer, ne? Ja. So, und hier soll irgendwo ein Safe sein. Gucken wir mal. Ach, der war hier auf dem Dach, die Sau. Okay, den habe ich nicht gesehen. Okay, aber wo ist jetzt der Safe? Freunde. Bin ich wieder blind? Aha. Da hinten. Cooles Versteck. Fleischklumpen. Yay. Dankeschön. Da sage ich doch nicht nein. So, einmal runter. Siehst du, das hat sich gelohnt. Da bin ich doch sehr zufrieden. Ja, entspannt euch. Ich tue euch nichts. So. Ja, leider sind die hier alle tot, ey. Irgendwie gar nicht so geil. So, warte mal eben. Mal eben was essen. So, und dann gehen wir weiter. Wir müssen ja rein theoretisch, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, wieder Richtung Start kommen, ne?
So, mal einen Energy Drink nehmen. So, jetzt brauche ich echt mal eine Orientierungshilfe. Karte der Zone. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja, wir sind wieder voll überladen, ne? Okay. Wir gehen weiter. Lebensgefahr in der Zone. Hm. Guck mal, hier wollen wir doch hin. Sehr gut. Guten Tag, da sind wir wieder. Hallo, hallo, hallo. So, und hier ist auch noch irgendwo was versteckt. Das wollen wir uns auch gleich nochmal angucken. Das hattet ihr mir auch geschrieben, dass es hier noch was gibt mit Ausrüstung und so. Hey, Gezeichneter. Ja. Schwing deinen Arsch hier rüber. Wir müssen reden. Ja, bin schon da. Was gibt's, Gezeichneter? Wie geht's? Wir könnten hier gut Hilfe gebrauchen. Erzähl weiter. Ich bin ein Fanatiker und ich bin der Anführer, seit Wolf gegangen ist. Ein paar Söldner waren gestern hierher gekommen und das waren ein paar sture Hunde, das kann ich dir sagen. Die kommen einfach her und verlangen harte Sachen. Zum Beispiel, ihr habt einen Tag, dieses Lager zu räumen. Es ist unsere neue Basis. Heute Abend kommen sie wieder. Und wie du dir vorstellen kannst, wird das sicherlich kein gemütlicher Plausch. Was habt ihr also vor? Wir planen einen Hinterhalt. Denn ein direkter Angriff würde vermutlich unser Ende bedeuten. Die haben die ganze Kampfausrüstung und alles. Außerdem sind sie in Strategie extrem gut ausgebildet. Und wir haben hier nur ein paar kleine Jungs. Daher haben wir beschlossen, still in diesen Häusern zu sitzen, damit es so aussieht, als wenn wir gegangen wären. Und dann werden wir im richtigen Moment angreifen. Kämpfer wie du sind genau das, was wir im Moment gebrauchen können. Wir würden dir natürlich auch ordentlich danken, wenn du alles vorbei ist. Du weißt, dass wir das tun würden. Was sagst du also? Hilfst du uns? Noch nicht. Bin noch nicht bereit. Noch nicht, noch nicht. Erstmal möchte ich mich ein bisschen umschauen und nochmal zum Wirt. So, hier waren wir nämlich schon sehr lange nicht mehr. Was hast du denn da? Tachchen. Hey, Gezeichneter, schön, dich lebendig zu sehen, ja. Ich will mal gucken, was er da so noch hat. Was ist denn das hier? Söldneranzug, Lederjacke. Okay. Gut. Pass mal auf. Ich verkaufe ihm. Fleischklumpen nicht. Gravit kann er haben. Gepresstes kann er haben. Steinblume kann er haben. Dornkristall. Dorn. So. Und den Rest behalte ich. Ja, ich glaube, so machen wir das. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Ja. So. Da muss ich mal eben gucken. Die 939er für das Tundra S14 VLR Scharfschützengewehr habe ich gar nicht, ne? Ne. Kann er die auch haben? So. Und dann haben wir hier noch P
PM. Walker. So. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug dabei. Ja. So, dafür nehme ich aber seine Schrotmuni. Kann ich gut gebrauchen. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug. Alter, was ist denn da draußen wieder los? Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Alter! Kommt her, ihr Schweinebacken. Das ist mein Zuhause. Haut ab. Was ist das? Oder geht das noch weiter? So. Ja, ich helfe euch. Die Söldner ausschalten. Alles klar. Mal gucken. Wo ist die Quest? Da. Das Anfängerlager. So, wir speichern mal. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wann die kommen, ne? Geheimversteck unter dem Kreuz. Okay. So, AKM benutzen wir jetzt erstmal. Übergangsweise. Die Jungs müssten bald kommen. Ich habe das Gefühl, dass sie gleich hinter der Ecke sind, okay? Na gut. Dann warten wir mal. Dann werden wir in der Zwischenzeit hier nochmal ein bisschen gucken. Und ein bisschen looten vielleicht. Ach, der lebt noch. Bitteschön. Vampir. Okay. Ich hab gedacht, der wäre tot. Hab ich eben gar nicht drauf geachtet. Ja, die werden wahrscheinlich in der Dunkelheit kommen, ne? Wenn es dunkel ist. Also so würde ich das auf jeden Fall machen. Wenn ich jemanden überfallen wollen würde. So, hier ist noch irgendwo was auf dem Dach, ne? Warte mal eben. Alter! Cool. Können wir uns hier ein bisschen umgucken? Ein bisschen Licht vielleicht?
Okay. Hm, interessant. Aber ich glaube, das wird auf dem Dach sein, oder? Ja, hier. Dachboden. Na, wo ist es? Da, guck mal. Yay, gepresstes. Hatten wir ja lange nicht. So. Sehr schön. Haben wir wieder was gefunden, was wir verkaufen können. Guten Tag. So. Ich verkaufe dir ein paar Hundeschwänze, dann bin ich die auch los. Gepresstes. So. Bitteschön. Музыкант из тебя еще тот. Эх, и здорово, что тебя выходит, а? Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано? Gut, dann warten wir mal. Boah. Überall Leichen. Guck mal hier, wir haben hier überall Markierungen. Oh, Bandagen, sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob ich mich da jetzt auch in so eine Markierung stellen muss oder einfach warten oder wie das genau funktioniert. Okay, der hat gerade einen schlechten Tag, glaube ich. Oder einen schlechten Traum. Die Jungs müssen bald kommen. Ja, okay. Dauert wohl noch. Gut. Wenn die nicht kommen, dann müssen wir warten, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir können uns ja hier so ein bisschen mit ans Feuer setzen. Und einfach ein bisschen abchillen. Warte mal. Vielleicht muss ich auch einfach mal ein bisschen vorlaufen. Ne, alles ruhig. Ja, genau. Убирай оружие. Ich würde das schon noch gerne machen, bevor ich nachher wieder abhaue. Weißt du? Und in die anderen Bereiche wieder gehe. Dann habe ich die Quest dann quasi abgeschlossen. Thank you.
Guck mal, hier brennt Licht. Jemand zu Hause? Nö. Keiner da. Kann man irgendwo sehen, wie spät das ist? Da, das ist erst 13 Uhr, ne? 5.5.2012, ja, 13 Uhr. Okay, das erklärt natürlich einiges. Er hat ja gesagt, die kommen am Abend wieder. Auch voll geil hier, ne? Einfach mal so unter der Erde, so eine Art Bunker, Keller, was auch immer. Voll gut. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen. Speichern hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann versuchen wir mal hier die Freunde zu beschützen, zu unterstützen, zu helfen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich wie immer für eure Tipps und Tricks, für eure Likes und Kommentare. Super, super lieb von euch. Freut mich sehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber spielen und ich wünsche euch eine gute Jagd. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, tschö mit Ö.